is real. Für einen 20 Euro gibt es das Spiel U-Boot des Silent Wolf. Und ich muss wirklich sagen, es ist gut. Also für 20 Euro definitiv ein absolut gutes Spiel, wo du wirklich sehr, sehr, sehr viel selber machen musst. Also ich habe jetzt für euch nochmal das Tutorial einmal gespielt. Das Tutorial ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es war jetzt sogar noch ein bisschen weitergegangen, aber es ist dann irrsinnig schwer geworden. Man muss wirklich sich auf verschiedene Welten, in verschiedene Schlachtszenen selber hinbeamen sozusagen. Das heißt, eine Stecknadel in die Karten stecken. Dann kann man dort nämlich sich dort hinplatzieren, um es ganz schnell zu gehen. Und dann kann man da wirklich mit Torpedo schießen, mit Maschinengewehr schießen. Da, dort, man muss überall gleichzeitig sein. Man muss die Torpedos selber laden und. Also sie haben es wirklich total gut gemacht. Also ich bin jetzt da gestorben in dem Spiel, weil halt einfach alles untergegangen ist. Ich habe mich nach Liverpool getraut, bin dort direkt in den Hafen reingefahren und bin ich beschossen worden. Und dann war ich chancenlos überfordert. Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch einmal testen. Also wirklich einmal jetzt in Ruhe für mich. Und dann vielleicht noch einmal, wenn ich es wirklich gut kann, noch einmal ein Video aufnehmen. Weil es hat ziemlich Spaß gemacht. Nur, wenn ich mir da unten das Video das noch anschaue, dieses Spielevideo, was du da noch alles machen kannst, das ist ja brutal. Also wirklich, lieber Entwickler, für 20 Euro habt ihr da einen Hammer-Titel hergelegt. Also, es hat mir schon jetzt Spaß gemacht und da sowohl ich nicht einmal viel was, also obwohl ich nicht einmal viel wirklich da ausgekannt habe. Du kannst so viel nebenbei machen. Du kannst da auf diesem Grammophon Schallplatten, die da oben liegen, viel drauflegen, Musik hören, du kannst Dart spülen, du kannst mit deiner Leute schimpfen, du kannst aufs Klo gehen, du kannst ja alles Mögliche. Und du musst wirklich von Raum in Raum spazieren und dort eben so, wie man es da unten sieht, Sachen selber erfüllen. Das heißt wirklich alles Mögliche. Also es war irrsinnig gut und komplex. Schaut euch das ganze Spiel jetzt einmal an. Wie gesagt, es ist wirklich gut, also mir hat es jetzt wirklich gut gefallen, für 20 Euro definitiv eine große Kaufempfehlung, also um das Geld braucht man eigentlich gar nicht überlegen. Und es ist deutsch, also jetzt nicht deutsch im Spiel, man hört allerdings immer wieder deutsch reden, weil es ja Kriegszeit war und Schallplatten und Lieder sind oft in deutsch auf die Schallplatten, also das war ja relativ cool. Allerdings ist es mit deutschen Untertiteln, das heißt, es ist alles in deutsch beschriftet und ihr habt deutsche Untertitel mitzukommen. Allerdings bitte gleich mitlesen, es verschwindet relativ schnell wieder und dann hat man halt Pech gehabt, dann weiß man nicht ganz genau, was dort gestanden ist. Auch mit den Zielen, es war gar nicht so leicht, aber ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, macht es wirklich Spaß. So, wer von mir noch kein Abo hat, bitte ein Abo abschließen. Daumen sind natürlich immer sehr gefragt. Desto mehr Daumen ich kriege, desto mehr Abonnenten kommen irgendwann einmal. Ja, momentan ist es ganz zach, es ist wirklich zäh, Abonnenten zu kriegen. So, aber das war's von mir für heute. Tschüss, Papa, euer Uwe. Schaut euch mein Spiel einmal an. So, wir starten U-Boot des Silent Wolf. Ich habe zwar noch keine Ahnung, ob ich das im Sitzen spielen kann oder ob ich da dann aufstehen muss dafür, aber momentan probieren wir es halt einfach mit dem Sitzen. Ich habe da einen kostenlosen Zugang bekommen für das Spiel. Und wir schauen uns das Ganze einmal an. Es war das Spiel schon einmal eigentlich versprochen, dass ich da einen Key bekommen werde. Allerdings habe ich damals nichts bekommen. Und, aha, okay. Man schaut irgendwie schon, also jetzt nicht von der Grafik her nicht so extrem gut, aber es schaut cool aus irgendwie. Es ist deutsch, das ist schon mal ganz wichtig. Untertitel werden wir keine brauchen, wenn wir das im Stehen machen. Aber ich habe schon gesehen, dass es im Sitzen geht. Perfekt, das schaut eh recht gut aus. Auch die Bodenentfernung ist relativ cool. Dann hätten wir da ein paar Telefonnummern. So, mit dem bin ich ja voll und ganz zufrieden, was da steht. Napoleon Bonaparte. Auf jeden Fall kann ich das Spiel schon mit dem Sitzen spielen. Das ist schon aber nicht so schlecht, weil es ist ja kein Sportspiel oder so. So, ich glaube, wir müssen mal da jetzt einmal zu dem netten Herrn da vorne umgehen. Ich wollte schon längst einmal rauchen.
Ah, bin ein Nichtraucher. I hereby open hearing number BV13D in the case of the captain of the German U-boat. Servus. Sir, you are known for your courage and loyalty to the Reich. Your accomplishments on the world seas were appreciated by Kriegsmarine commanders. You have fulfilled every order with precision and devotion. But that same dogmatism for the German Reich's ideas has brought you to this court. Sir, please tell us in detail how your duty and service began. And what was your relation to the captain? Na, sehr gut. Jetzt wollte ich nämlich schon überspringen, weil ich mir gedacht habe, ach, ich mag das nicht. Wie ihr wisst bei meinen Videos, also ich überspringe gern so Zwischensequenzen. So, Ziel, Hafeneinfahrt zur Anlage Wilhelmshaven. Das Ganze ist 1940, so. Hey, you, Cadet. It's your first real assignment after the Academy, isn't it? Good. Let's teach you something real. Was ich gedacht habe. You will be our helmsman today. As you see, it's the brand new U-Boat Type 7C. It has some improvements. Let's see how it runs. Come on, go up the ladder. We have a lot of work to do. So, wir müssen auf das Oberdeck gehen. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Don't make me wait for you or I pick someone else to take this honor. Servus. Let mechanics start the diesel engines. Use engine order telegraph. Full ahead. Benutze use the engine order telegraph. Ja, also da vorne. Das ist der da. Wohin full? The course is 10 degrees port. That vessel on the horizon. Grab the steering wheel. Get us out of the harbor. Oh, er fährt. Hat ja ein bisschen gedauert. So, ich hoffe. It will take less time if you use a watch. Ah, das ist cool. Das ist aber gut gemacht. Our order is to sink that vessel. It was bombarded and now is blocking a way out of the harbor. Das finde ich cool. Also, das ist gut gemacht. Also das braucht man bei so gewissen Spielen oft ewig. So, erreiche die rote Zone, wenn wir noch ein bisschen vorfahren. Dann gehen wir wieder auf 15 vorher Geschwindigkeit. Also das schaut jetzt aber echt ein bisschen aus wie so Kindergartengrafik. Achso, das Boot passt ja aber bis da vorne. We need to sink that rubbish. It's blocking our warships. Shoot it a few times with the deck cannon. We don't want to waste a precious torpedo on that. Ah. Achso. Falsche. Find the deck cannon. Falsche Kanone. It's on the bow. Ja, komm ich schon. Oh, wie funktioniert denn das Teil jetzt wieder? Do the honors. Use valves to adjust the distance and pull lever to shoot. Oh! Hit confirmed. Oh. Achso, dann ist das auf, ob. Wait. Silence on board. Can you hear it? It doesn't sound like our Messerschmitts. Enemy planes. Watch out. Destroy them with this machine gun or take cover. Setz mich mal auf. Take them down. Ja. Bin hier schon so weit. Aber die kann ich gar nicht erwischen. Das wird eher so sein, gell? Ja?
Wie gesagt, das erste Mal erwischt. So, und den anderen, den holen wir uns jetzt. Wo ist denn das jetzt? Ach, Sapalot, wo ist denn der? Der haut aber ab, oder? Ah, da kommen noch ein paar. Kommst du her? Wurde den erwischt? Der schaut gut aus. Ja, bin ja schon dabei. Ist ja alles zu einfach. Der Hummerstein ist mit. They must have seen our shots and got cooking out of support town and the aircraft defenses. Also, glaube ich, im Tutorial, da lernst du einmal alles kennen. That alone is a great job. I like you. Seems like we're safe now. Nonetheless, they did some minor scratches on my baby. Let's go back and see if everything's all right in support. We have a few days until the next task. So, jetzt müssen wir in den Hafen zurück, schauen, was wir alles hinmacht bei dem komischen Boot. Da braucht man immer nur die Griffe, entweder von den Booten das angreifen. Ah, yes, Dankeschön. Come in. I hoped you slept well after our party yesterday. It's normal to celebrate, but don't get used to it. Muss ich unterschreiben? You will probably never see home again, so, as many of good men you seen last night. We sail out in a day. After repairs and last checks, it will take us a day to reach coordinates from the order and proceed to test dive the first patrol. If we don't die before that. So, also wir müssen auf 160 Meter Tiefe tauchen. Das werden wir schon zusammenbringen. Erster Tauchgang. Also ich finde einmal, das ist jetzt meiner Meinung nach immer ein Tutorial, das relativ gut ist. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel definitiv. Aber dann später müssen wir das ja alles irgendwie kombiniert machen. Dunkel ist. Sehr gut, perfect timing. Come on, officer, get down to the control room and proceed with dive sequence. Hey, du redest aber sehr schlechtes Englisch, du, Se. I'm going down to the room, Se. Da. Officer, du weißt doch schon, dass ich im Sitzen spüre. Hey, also, okay. Watch your steps. It's all wet. Better grab this red ladder with your hands. Also, der schaut jetzt richtig gut aus, verhältnismäßig. Das muss ja noch weiter oben. Reporting all decks ready, sir. It's time to flood the main ballast tanks. Prepare to dive. Ready to dive. Wie denn? Wo denn? Was denn? You, strong guy. Open the ballast tanks to fill them with water. Better use both hands. It looks heavy in this model. Donnerschimmel. Muss ich die beide gleichzeitig? Ah, okay. Aber jetzt haben wir auf Closed. Was will er denn von mir? Boah, das geht aber zart. Sehr gut. Ballast tanks full of water. We've settled on periscope depth. Now let's see if we can withstand the pressure. Officer, take control over the depth steerings. Use just the left plane wheel to start changing our depth. Right one will make us tilt a little more and dive a little faster. Und sagen wir, da noch ziemlich alles erklärt, jetzt müssen wir den nächsten nehmen. Can you see the depth meter? We're slowly going down. Good. Let us sink to 160. Speed up the time with your watch. Achso.
Let's push the limits, but let's not push our luck today. Let's aim to beat 160 meters and hold off on testing the maximum depth of 230 meters. Test diving! 100 meters! Wait for the engines to switch. 150 meters! So, jetzt haben wir die 160 gleich. Dann werden wir die mal schnell zurücktragen müssen. Ja, super! Oh, damn it! Fix the leak! We still have a leak somewhere! Russia will always find some weak spots. Let's just assume we're safe up to 160 meters. So, ein Loch im Rumpf auch noch befestigen. Mal schauen, dass es wieder aufgekommen. Get rid of the water. Wo denn? Pumpt das Wasser ab, hallo Vizito. Let's go back to the surface. Blow compressed air to the ballast tanks, Cadet. Valve is over there. Good. Now the ship is surfacing. So, wir tauchen mal wieder auf. Seht ihr alles, habt Geschenke. Jawohl, das Schiff geht ziemlich schnell nach oben. 100 Meters. Ein echtes Bootfahrer, der kennt sich da vielleicht sogar wirklich aus und weiß, um was es da geht. Also ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer. Ein bisschen schwer. 50 Meters. Oh. Sir, we've received and decoded updated orders. New coordinates are on the map. We need to get there fast. It's a damaged British vessel. Perfect target for our new torpedoes. So in Zukunft für ein Befehl. Oh, okay. Orders are orders. Let's see the new coordinates. Pull down the map. The map. Oh, we are this one. Switching the engine. And we must go say this. Or not this. Mr. Captain, where are you? No, you are not the captain. You are his brother. I'm going upside down. Huh? Aber looky looky. So, wir sind jetzt wieder herum an Deck. Und da gibt es ja eigentlich auch nichts zum Sägen, weit und breit nicht. 130 Knoten, keine Ahnung wie schnell das ist. Da will man nicht was verändern. Gut, aber nichts, gell? Da ist ja nichts, aber hier wird es momentan. Auftragstechnisch habe ich es jetzt nicht ganz verstanden, um was es jetzt genau geht. Gehen wir rüber zum Bruno. Da nehmen wir den Schraubenzieher weg. So. Jetzt haben wir da noch alles zum Umschieben. Ich brauche den Pedro als Scharfmann. So. Tun wir die einrollen, die Torpedos. Ah, keine Ahnung, aber ich lache über. Ich wollte einen Torpedo abschießen. So. Der regt sich nicht einmal auf. So, aber er hat ja gesagt, ach so, da ist die Map. We've received the order to track down and sink the British battleship in this area. Mark the route with these pins. Attach one to the objective mark. So. Use the pin to mark the objective. I hope you pick the right location. Pull that lever. You will feel like time pass faster. The target location. Okay. So, jetzt aufgekommen. Das ist ja U-Boot, oder? Wenn es ein U-Boot ist, dann müssen wir wieder runter. Dann müssen wir U-Booten. Da muss ich den ja da irgendwo sehen.
Na, warte, ich bin ja noch immer Oberwasser, ich muss ja da oben. Hä? Uga Katuga, ich sag's euch. Use the lever, we need to reach the objective fast. Ja, was denn? Use the lever, hat er da gemeint. Use the lever. We bitte? Need to so, ich hab, das habe ich ja gemacht. Ich habe den Hebel bewegt. Mark your route first. Da markiere ich jetzt erst die Route. Das haben wir ja auch gemacht, oder? We are at the designated location. Use the lever. We need to reach the objective first. Ah. Aber welchen wollen wir jetzt eigentlich haben? Den da, oder? Ein Mission-Objektiv, den da. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Mein Fehler. Skip, we've reached the target location. Good. Go up to the Conning Tower. Muss aber das Schiff da sein, oder ist es ja schon? Okay. Ah. Gibst du mal Gas, du? Jetzt tut sich was, jetzt tut sich was. Dauert doch immer lang, bis das zum Laufen anfängt. Nicht so weit. Wo fährst du schon wieder hin, du? Wo du? So. So, dann hätte aber ich gesagt, wir bleiben mal stehen. Stehen bleiben. Achso, das ist ja noch hoch und nieder, gell? Wie gesagt, da ist das Deck. Ich habe mich verfeilt. Das mit der Höhe kann ich immer noch nicht ganz einstellen. Das habe ich halt ganz draußen, mit dem da. Aha, okay. Das ist einfach niedriger. Der ist vorher runtergegangen, glaube ich. Gehen wir mal auf 42. Ich sehe das nicht. Ich mache das ganz grantig. Schießen wir mal da ungefähr auf den Bereich daher. Also da tue ich mir echt schwer jetzt an mit der Höhe, das mal einstellen. 50. Ich glaube, da schieße ich einfach weit drüber. Dann gehen wir mal echt zurück mal auf 30 nur. We missed. Ah, aber jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. 30 ist Mist. 24.
Aber der muss wieder drüber gegangen sein. Das sehe ich heute jetzt leider nicht. Das ist schade. Ich sehe nämlich nicht, ob es drüber geht. Aber was macht er? Ah, nochmal. Ich habe jetzt ja was hingeschrieben, aber vor dem Schiff oder hinterm Schiff ist Wasser gegangen, das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht sagt er es nochmal. Also von der Steuerung her finde ich es absolut cool. Ah, jetzt hab ich mal kurz vor dem Schiff getroffen. Bist du deppert, das war schwer. 13. Jetzt haben wir ihn getroffen. 13 ist gut. Mission Failed, der alles auf Defensive Wrong Weapons bei Used. Hä? Was? Okay. Irgendwas mit der falschen Waffe haben wir auch noch gewählt. Naja, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Aber er hat ja nicht gesagt, na, kann ja nicht sein. Also sieht er, wie Mist da nicht gesagt bin. Gut. Go up to the conning tower. From there we can target the enemies and launch torpedoes. Ah, jetzt wollen wir gleich Torpedos schießen gehen. Okay, officer, I'll need you to lock onto the enemy using the attack periscope. Can you see the ship? Da ist er schief. Und jetzt? Das war ein Losch wieder von mir. Schon wieder ein Pfeil. Ja, das habe ich schon eingestellt. Das habe ich schon auf meine Höhe, das passt ja schon. Mal zurückgehen, ob da noch was ist, was er von mir will. Was will er denn jetzt noch von mir? Ah, der nervt mich oft einmal. Was willst du da hinten rein? Da ist nichts. Ah! Da ist einmal näher und weiter weg. Ich hätte das Schiff sehen. Was willst du noch von mir? So nah. Ich habe das Schiff vor mir. Also oft einmal nervt es mich, wenn irgendwas nicht gleich funktioniert. Da steht überhaupt nichts da sonst. Ja du, hilfst mir auch nicht, ja, blöd da sitzen. Jetzt passiert. So, jetzt war cool, wenn ich noch einen Live-Chat hätte, wo man irgendwer jetzt einschreiben könnte, was ich jetzt tun soll. Weil ich habe alles perfekt. So, wir holen uns den vorderen Torpedo. Ready to fire. Was ist das? Now fire! You can use that valve or the right controller to look around. Das ist cool. Ach, ich soll da ganz mit dem Kopf reinschauen. Das war ja der Trick. Den habe ich schon so schön eingestellt. Mann, das ist ja noch geiler. So. Was können wir da noch machen? Run the measuring sequence by pressing the button. Remember to make the calculations 3 times, otherwise we may miss. Run the measuring sequence by pressing the button. Okay, signal is back. You can see current estimated distance and enemy speed on the torpedo data calculator to the right. Check it a few times to be more accurate. Ja, aber sieh die Entfernung zum Ziel. Sapalot, wo ist denn der?
Hallo, oder? Circa 2000 könnte es sein. Ist das der? Select torpedo tubes from the panel below. So, circa 2. If calculations are correct and the periscope is aimed, you can use that lever to launch the torpedoes. Jetzt bin ich mal gespannt. Launch! Sieh aber keine. Gehört habe ich es ja schon einmal. Also, ich bin ja mit dem Silbernrohr ziemlich weit dabei. Das wird ein bisschen dauern, bis man das sieht. Hallo! Boah, ich hoffe, das geht sich aus mit 2000. War fast ein bisschen zu wenig eingestellt. Schauen wir mal, jetzt kommen zwei Torpedos. Also, das ist schon cool. Das vorige habe ich nicht ganz kapiert, warum ich das versorgt habe. Jetzt müsste ich es aber gleich mal sehen. Komm, komm. I'm reporting the enemy sunk. Order 14A fulfilled. Sir, fleet commander orders are to sail back for the resupply. Zurück zum Hafen segeln. Ach, wie war denn das wieder? So. Das machen wir wahrscheinlich da, oder? Aber wo ist der Hafen? Oder das ist jetzt aufgetaucht oder war das jetzt ein Fehler? Torpedo bereit, was ist nicht los? Ich soll jetzt zurück zum Hafen. Schauen wir kurz aus, da oben gibt es nichts zum Sägen. Da ist alles ruhig. Zurück zum Hafen, hat er gesagt, das tut der jetzt auch mit dem Zollstab spielen. Ach, ich glaube, dass mal irgendwas hilft. Hafen. Bin ich da, nimm mal den da. Ich glaube, das habe ich gut gemacht, nachdem es dunkel wird. Haben wir es geschafft. Also ich glaube, das wird so richtig, richtig, richtig interessant werden, wenn es da jetzt dann richtig losgeht. Wo bin ich jetzt schon wieder? Achtung, Achtung, Alarm! Scheiße, we've got a compressed air leak somewhere. Fix it, go! Without compressed air, we can't resurface from the water. We need to fix it fast. Wo bin ich jetzt schon wieder? Finde das Luftleck und repariere es. Oh Gott. Also ich bin ja wohl da wirklich der Einzige, der sich bewegt. Schau, sind diese faulen Hunde da, sitzen alle um und keiner macht irgendwas. Ja, da ist das Luftloch. Zappalot. So. Alles okay, hin. The echter Wahnsinn. Let us fill the gaps and sail quickly back to the port. Ja, schnell zum Hafen segeln, ich muss wieder schauen, wo das ist. Oh, gehe zu den Kompressoren im hinteren Torpedoraum. Schaut aus wie die Torpedoräume. Was soll ich da jetzt wieder tun? Uga Katuga. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich da alles mache. Tun wir den entsperren. Also jetzt momentan kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Ups. Ist da Wasser drin gewesen, gell? Das sollte wahrscheinlich außer. So. Ah! Und wir schauen schnell wieder zu. Jetzt rennt da schon wieder Wasser rein. Ach Gott. So. Also ich bin ja wirklich für alles zuständig da. Jetzt rennt das Wasser, wo ist denn die für Pumpen? Also, das ist ja noch gar nicht bis da außer das Wasser. Was ist denn da? Klo. Ah, müssen wir der mal. Das ist eine gute Idee. Ah. Na, machen wir wieder zu, weil in dem Spül ist man. Was ist jetzt passiert?
Was? Jetzt habe ich mich ins Klo eingesperrt. Turn 2, ready. So, der Typ da ist jetzt auch. Achso, da ist ja die Pumpen. Aha, wird er schnell weggepumpt. Aber warte mal, ist da in der Zeichnung? Was steht denn da? Ja, da kommt immer nur der Schluck Wasser wieder raus. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ist wieder verriegelt. Ja, tust du auch was? Oder bewegst du jetzt nur von da oben daher? Super. Top. Echt top. Na, da schau, deswegen ist wieder am Laufdruck. Ich muss da oben. Aha, bist du da, der Bata? Also, da hat sich der Spülentwickler wohl was gedacht. Start the compressor. Both compress should work. Electric and diesel. Tanks will be full of compressed air in a moment. Boah, jetzt wird es mal sehr komplex und sehr kompliziert schon. Ich habe eigentlich gehofft, dass es ein schnelles Spül ist, es aber eigentlich nicht. So, das ist ziemlich. Everyone on standby. So, das ist ziemlich sehr komplex. Also man muss wirklich sehr viel machen. Torpedos sind bereit, schnell. Uff, wie geht denn das? Okay, das wird aber gut erklärt. Wie früher, die Pfeile waren halt keine da, das habe ich jetzt nicht gesehen. Sollen wir den Kollegen da wieder helfen, bei den Torpedos beladen? Wie machen wir das jetzt? Ja, du was? Whoa, wait a moment. Let me first show you how to load these torpedoes. Ja, focus, bitte. Because you will have to repeat the whole sequence after me. First you must pump out the water from the hatch. Otherwise it will spill out. Then we unbolt the hatch and then open it. After that, use the chains to pull out the torpedo. Ah. Einmal für unten und jetzt für oben. Ah, der geht automatisch dann rein, wenn du weiterziehst. Passt. Finally, when the torpedo is in the chamber, close it and lock it. Now use the lever on the side to flood the tube with water. The torpedo is ready to fire. Now it's your turn. If you follow my instructions, everything will work just fine. Ja, das schaffen wir schon. Den auf. Dann holen wir unseren Torpedo. Dann ziehen wir den wieder auf. Einer damit, Gott dazu, zu und fluten. Aber ist gut erklärt, muss ich echt sagen. Da sind die anderen auch noch leer, oder wie? So jetzt echt vierer laden. Ach, Katastrophe. Ich glaube, der will echt, dass ich da jetzt vierer lade. Gott dazu. Aufpumpen. Ah, die anderen, die zweite Paare macht schon. Dann pumpen wir das Wasser noch ab. Passt. Dann sollten wir fertig sein, oder? Alle Vierer sind geladen. Was steht da oben noch? 4 ist rot. 1. Na, das sollten aufgeladen sein. Muss ich jetzt noch was machen oder nicht mehr? Und jetzt wüsste ich, ob der da geladen ist. Da ist keiner drin. Ach, da haben wir doch eine gelegt.
Also wenn einer ein komplexes Spiel haben will, wo er relativ viel tun muss, dann ist er da bei dem Spiel auf jeden Fall sehr gut bedient, wenn ihm das Spaß macht. Also das ist wirklich, du musst wirklich für jedes kleine Teil wirklich sehr viel machen. So, jetzt sind alle, um den Feind abzuschießen. So, jetzt sind alle Viere drin. Jetzt werden sie, glaube ich, gerade ausgeschossen. Wo ist denn die fünfte? Zum Hafen zurück. So, zum Hafen zurück. Karten ist da. Schön langsam geht's ja schon irgendwie. Sir, wir sind schon Hafen zurück, der ist cool. Hafen. Und los geht's. Sir, set up a route to the port. Mind the land. Hier in den Kapitänsraum. Oh, jetzt haben wir wirklich einen Roten. Wir müssen wieder runter zum Kapitän. Das heißt wieder eine. Jetzt kriegen wir wieder eine neue Mission. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Jetzt kommen wir wieder in dieses Büro. Dann kriegen wir wahrscheinlich einen neuen Zettel. I have great news for you, Cadet. Und jemand hat gedacht, dass das immer noch der Kurs ist. Oh. Hereby, my work here is nearly done. Headquarters will be sending me to another U-boat soon. Kuli. This order will prove if you are actually ready to take the helm. Na freilich übernehme ich Ruder, ist überhaupt kein Thema. Dankeschön für die Chick. Ah. Ihr sollt da nicht rauchen. So. Und jetzt? Muss ich meinen Auftrag selber holen, oder was? Die Kinder im Nebel haben. Ah! Jetzt ist der da oben verschwunden. Dann mache ich einen kleinen Stempel auf. So. Ich habe zwar nicht gelesen, was gekommen ist, aber es wurscht. Horzwerk geflutet. Also, so wirklich auskennen tue ich mir noch immer nicht, aber es macht irgendwie Spaß. Also, man ist da wirklich der Kapitän von dem Teil. Wo kommt man da hin? Gleich oben. Aha. So, auf jeden Fall habe ich es wieder gelesen, benutzt die Karte. Wir müssen wieder in den Kartenraum. Aber wohin, weiß ich jetzt gerade nicht. Torpedo ready. Sind wir gerade in Vigo, aber ich habe gerade keinen Auftrag gekriegt irgendwie. Oder ist wurscht, fahren wir wohl irgendwo hin. Wir fahren noch Gibraltar. So. Ab, los geht's. Ha! Coordinates reached. So. Bitte, wir gehen mal auf, wir schauen. Torpedo ready. Da ist ja weit und breit niemand. So, wir stehen jetzt auch. Boah, ist das schwierig. Da ist weit und breit niemand. Da ist halt oben auf diesem komischen Radar kein Schiff zum Sehen. Dann gehen wir wieder raus. Aber jetzt kenne ich mich schon ein bisschen aus. Das ist schon ein bisschen interessanter. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Kopf ganz zufahren. Das finde ich echt cool. Also das haben sie schon absolut gut gemacht. Dann brauchst du wieder hintergehen und kommst da wieder raus. Also das ist gut. Allerdings, ich habe keine Ahnung noch, was ich jetzt machen soll. Der kommt immer raus, sobald ich komme. So, die Torpedos sind geladen, alle fünf. Der Hammer ist eigentlich auch in jedem Raum, was ich so gesehen habe. Also falls man ein Leck hat, so viel können wir uns jetzt mittlerweile schon aus. Da schon Lampen. Also es wird vermutlich geben, dass dann irgendwann einmal finster ist, dann hat man da Taschenlampen. Zigaretten gibt es wirklich überall. Also das ist ein volles Raucherspiel. Hey, ein Schallplatten.
Habe ich da irgendwo einen Player gesehen? Dittri, littri. Aha. Wird da anders? Mädchen, mein Mädchen. Ich kann nicht aufdrucken. Achso. Was? Das war alles? Das wird blotten. Eine Stadt, die nach Mohn riecht. Achso, warte, ich war am Ende, glaube ich, gell? Heute die Musik. Wieder auf, aber das ist so die Abkürzung. Aber ich muss da oben nichts machen, ich muss irgendwo. Ah, da ist der fünfte Torpedo, oder? Nein. Sind die denn dort? Sicher, ja, aber da ist ja diese Säle. Genau, da ist der fünfte Torpedo drin, alles klar. Kompressor, Hebel, vorwärts, vorwärts, rückwärts, elektrischer Motor. Ich glaube, das sind einfach die Sachen, die ich da oben abbefehlen kann. Weil irgendwas müsst ihr eh auch tun da unten. Das gibt es ja gar nicht sonst. Weil ich gesagt, wir fahren aber woanders hin. Das schaut nicht so aus, als wenn ich da irgendwas zum Erledigen wird. Fahren wir noch bei Liverpool, also da haben sie coole. Sprit für das Ding. We've reached our target. Also so mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, ah, da vorne, boah, was ist denn da los? Da die Insel, gell? Da vorne sind die Schiffe. Ich glaube aber nicht, dass wir da angreifen sollten, also zumindest. Ich fahre ein bisschen näher zu, weil es mich ein bisschen interessiert. So. Warten wir mal, bis der geht. Ah, da kannst du einen Kurs setzen, das hat er nicht erklärt. Das hat er mir früher nicht erklärt. So, und da vorne, ich glaube, das sind feindliche Schiffe, das ist mir nicht erwischt. Das schaut aus wie eine Insel von Weitem noch. Das da vorne wird jetzt glaube ich die Insel sein. Und ich glaube mit einer ganzen Flotte sollte ich mich vielleicht noch nicht anlegen. Da war ich zumindest noch nicht. Bis man das Spiel wirklich gut kann. Ja, ich fahre noch ein bisschen vorn. Automatischen Kurs. Aber das finde ich schon cool, also es ist absolut genial gemacht irgendwie. Wenn man das gut spielen kann, ich glaube, dann ist der voll. Ist der die volle Freude mit dem Spiel. Also ich glaube, dass das voll gut ist. Und ich finde jetzt auch momentan schon mal den Preis mit 20 Euro mehr als gerechtfertigt. Das finde ich auf jeden Fall cool, aber das da vorne wird irgendwie nicht näher. Oder ist das wirklich so weit weg? Einmal können wir beschleunigen. Kommt das jetzt näher oder nicht? Obwohl, ich würde schon sagen, dass das jetzt näher kommt. Ah, es hat aber gebremst wahrscheinlich. Kann man schon ziemlich nah dran sein, aber das sind gar keine Schiffe. Das ist wirklich da die Insel. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr mal stellen. Jetzt? Ich bin Alter Folter, weg von Folter. Was tun die da? Weg da. Ich muss abhauen. Ich komme. Ui, ui, ui. Da muss ich kurz einfallen lassen, dass ich da.
Hey, wir werden beschossen und ihr tut's gar nichts da unten. Ihr seid jetzt so eine Säcke. Ah. Dive deeper. Depth charges. Tiefer tauchen, Wasserbomben. Tiefer tauchen. Dive deeper! Dive deeper! Ja, tiefer! Ich meine, mehr als oben kann ich eh nicht hoch. Was soll ich noch machen? Oben, oben! Alter! Steuerung, Bugsteuerung, ich bin schon ganz fertig. Ruderkontrolle. Rhino Damage! Geringer Schaden, wir haben ab. Ab, ab! Oh, super, Feinde sind noch in der Nähe. Alles hin, alles hin. We are taking water. Ja, bin ich nicht oben. Depth charges. Ah, der taucht nicht irgendwo hinter was. Boah! Zappalot. Der kocht da! Steht mit den Füßen im Wasser und kocht. Das kann ja nicht wahr sein. Das spiel ich auch da. Ja, wir sollen noch tief. Ich muss erst einmal alles richten. Ist alles, da rennt ja alles über da. Mein ganzes Boot geht über. Boah, da kommt wieder Wasser einer. Wo denn? Wo dann? Wo dann? Ist das alles? Wir tauchen. Elektrisches Problem in der Nähe der Motoren, aber wir tauchen auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ja, die Alexa redet jetzt auch schon mit. Ich kann aber noch nicht ab. Abtauchen kann ich auch noch nicht. Also da habe ich mir jetzt wohl wirklich was angetan. Nee, Problem in der Nähe der Motoren. Soll ich die abschalten oder was? Also, da habe ich jetzt zu wenig Erklärung gekriegt. Weil ich bin mit dem Kopf komplett im Wasser. So, das war es, glaube ich, jetzt einmal. Das erste Mal verstorben. You are dead.